Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Spannendes Spiel, Teufel gegen Löwen, Bad Nauheim gewinnt Derby in der Verlängerung. Große Werbung, Löwentrainer Tim Keller fährt eigene Straßenbahn. Große Ehrung, Hessischer Behindertensportverband kürt Sportler des Jahres. Der Behindertensport bekommt immer mehr Anerkennung und das völlig zu Recht, denn der Trainingsaufwand und Trainingseifer ist mindestens genauso hoch. Der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband kürte am Wochenende seine Sportler des Jahres. Das sind sie, die Besten der Besten. Der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband ehrte seine Sportler des Jahres und das standesgemäß im Schubecks Check-in am Flughafen in Egelsbach. Der Titel Sportler des Jahres geht nach Wetzlar an den Rollstuhlbasketballer Thomas Böhme. Der Spieler des RSV Lahn-Dill erzielt durchschnittlich 16 Punkte und ist 2013 U23-Weltmeister mit der Nationalmannschaft geworden. Ist natürlich für mich eine große Auszeichnung. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich freue mich und ja, schon eine große Auszeichnung. Dadurch, dass auch die Zuschauer gewählt haben, also schon was Besonderes. Der Bundestrainer hält ihn schon jetzt für einen der besten Rollstuhlbasketballer Deutschlands. Doch hinter dem Erfolg steht auch im Behindertensport viel Arbeit. Es ist im Endeffekt wie bei jedem anderen Sportler auch. Man steckt viel zurück. Freizeit hat man eigentlich eher wenig. Man steht wie ich, man steht morgens auf, geht in die Halle. Man geht dann nochmal mittags in die Halle, wenn es möglich ist. Ja, es ist wirklich viel Arbeit dahinter, aber am Ende zahlt es dann aus. Im Rahmenprogramm tauchten viele Prominente auf, alle verkörpert von Stimmenimitator Pitt Schneider. So gratulierten auch Udo Lindenberg und Heinz Rühmann. Wir haben noch ein bisschen Ausruhphase, so große Party gehabt, ein Megakonzert. Vor allen Dingen ein winziges Loch genügt von dem Alkohol, von dem teuflischen Alkohol. Und ich bin wie elektrisiert, nicht wahr? Der Titel Mannschaft des Jahres ging ebenfalls an die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill. Der Rekordmeister gehört zu den Aushängeschildern des hessischen Behindertensports. Wir haben Spieler aus der ganzen Welt in unserem Kader, legen aber natürlich auch sehr großen Wert auf Regionalität, auch auf Verbundenheit hierher. Wir können dabei nicht mithalten mit Gehaltszahlungen, wie sie in Südeuropa oder in der Türkei, Spanien, Italien vor allem, gehandhabt werden. Aber wir haben halt sehr viele Kontakte nach Nordamerika und gucken auch dort schon an den Colleges, wo sind interessante Spieler für uns, die jetzt noch nicht die großen Profis sind, Rohdiamanten praktisch, die noch nicht geschliffen sind. Und so haben wir praktisch schon jetzt die nächste und übernächste Generation in unserem Verein mit Leistungszentren, mit einer zweiten Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Nachwuchssportler wurde der Tischtennisspieler Yannick Rüttenklau, der in seiner Wettkampfklasse aktuell auf Rang 39 der Weltrangliste steht. Der 17-Jährige erhält breite Unterstützung für seine sportliche Leistungen. Also bei mir jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis und Familienkreis, also die finden das alle schon ziemlich gut und ja, also gratulieren mir auch dazu und finden das schon eine richtig gute Leistung. Auch so die Lehrer, die unterstützen mich da auch, die Schule, die Familie sowieso und ja, ist schon ein guter Rückhalt und wird schon gut akzeptiert, ja. Mit 18 Monaten wurde ihm wegen Krebs der linke Unterschenkel abgenommen und er ist auf seine Prothese angewiesen. Die hilft aber noch nicht ganz wie ein normales Bein. Also es ist natürlich so, dass das gesunde Bein schon noch etwas mehr belastet wird, aber ich versuche jetzt auch durch gezieltes Krafttraining immer mehr auch das Prothesenbein zu stabilisieren, dass ich auch irgendwann optimal wäre es natürlich, wenn ich dann 50-50 belasten könnte. In die Richtung gehe ich jetzt, hoffe, dass es auch irgendwann klappt, aber natürlich ist es so, dass man das gesunde Bein schon noch ein bisschen mehr belastet als das andere. Der Ehrenpreis ging an Udo Winkler.
Er übt 7 Ehrenämter gleichzeitig aus. Unter anderem ist der Landesfachwart Tischtennis im Behindertensportverband. Der 52-Jährige war über seine Auszeichnung sichtlich überrascht, freute sich aber umso mehr und sieht das Ehrenamt als etwas sehr Wichtiges an. Also die Ausübung des Ehrenamtes ist mir von daher wichtig, dass man nicht nur ein Amt annimmt, damit das Amt besetzt ist, sondern dass man dann auch die Ärmel hochkrempelt, sagt man bei uns im Ort, und dafür arbeitet. Und das ist mir ganz wichtig, das mache ich, und heute kriege ich es auch hier gedankt. Am Ende der Veranstaltung bekamen die Gäste noch Michael Jackson sowie eine historische Verabschiedung zu sehen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter, dann mit folgendem Thema für Sie. Gute Leistung. Trotz Derby-Niederlage sind die Löwen Hessens Nummer 1 im Eishockey. Gleich im Studio Verteidiger Henry Martens. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow und wollen jetzt über Eishockey sprechen, genauer gesagt über die Löwen Frankfurt. In den letzten 9 Spielen nur ein Spiel in der regulären Spielzeit verloren. Auch in der Tabelle geht es weiter nach oben. Warum, weshalb und wieso, darüber wollen wir heute reden in der kommenden Zeit. Bei mir Verteidiger Henry Martens, hallo und herzlich willkommen. Ich habe es eben schon gesagt, es läuft jetzt richtig gut, Tabellenplatz 4 aktuell, könnt ihr ganz zufrieden sein. Warum läuft es jetzt besser als am Anfang der Saison? Ja, ich denke, wir haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht am Anfang. Wir hatten ein paar neue Spieler dabei. Wir hatten viele Spieler, die letztes Jahr noch in der Oberliga gespielt haben, die sich einfach an die DL2 gewöhnen mussten. Und uns als Team war immer klar, dass wir das packen, dass wir da rauskommen und dass wir gut genug sind, um auch vorne mitzuspielen. Und jetzt zeigen wir es auch. Mussten sich viele aus der letzten Saison, die schon dabei waren, wo es einfach nur die Frage war, wie hoch gewinnen wir, auch erstmal daran gewöhnen, dass es jetzt knapper geht oder dass man auch mal Spiele verlieren kann? Ja klar, also manche Spieler, die echt da 49 Spiele in Folge gewonnen haben, die ersten Spiele saßen die da und haben gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt wird jedes Spiel knapp und ein Tor Unterschied. Und das ist natürlich eine Riesenumstellung, ja. Aber ich denke, das haben wir relativ schnell hingekriegt, dass wir uns da alle dran gewöhnt haben und ja, jetzt gewinnen wir die Spiele auch mal knapp. Das heißt, es hat sich jetzt alles so ein bisschen eingelebt, die ganze Mannschaft auch auf das DL2-Niveau. Du bist auch neu im Team, neu in Frankfurt. Hast du dich auch schon, kann man sagen, richtig eingelebt? Ja, ich denke schon. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl, meine Frau und ich. Und, das Team, die Organisation ist sehr gut. Es wird sehr viel für uns getan, dass wir uns hier auch wohl fühlen. Und ja, da kann ich nur sagen, es ist wirklich eine sehr gute Organisation hier. War das auch ein Grund, du hast ja auch mal DL gespielt, war das auch ein Grund zu dir, für dich zu sagen, ich gehe zum Aufsteiger aus der Oberliga, auch schon jemand, der DL gespielt hat, weil das Umfeld einfach sehr professionell ist? Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Czernomas als Manager, ich meine, da weiß man, was man hat. Der ist ein erfahrener Mann und ja, da weiß man, dass hier alles läuft. Und die ganze Organisation ist auch auf dem aufsteigenden Weg. Also ja. Man hat Ziele vorgegeben, man ist nicht einfach nur dabei, sondern möchte weiter nach oben und da ist man gerne Teil von. Was macht Czerno so besonders? Weil viele neue Spieler, die ich frage, was reizt euch an Frankfurt, die auch schon wesentlich höher gespielt hat, kommt immer als erstes die Antwort, Czerno ist was Besonderes einfach. Ja, einfach mit der Erfahrung, die er mitbringt, gerade hier in Frankfurt, was er hier schon alles gerissen hat, Meister geworden und so viele Jahre einfach dabei. Er weiß, was Eishockeyspieler sein bedeutet und ja, der kann gut mit uns umgehen.
Jetzt hast du, ich hab's eben schon gesagt, auch schon DEL gespielt. Du hast eben gesagt, der Umstieg von denen, die auch Oberliga gespielt haben, zu DL2 ist nicht so einfach. Was ist denn in deinen Augen schwieriger? Der Schritt von der Oberliga zu DL2 oder von DL2 in die erste Liga? Ich denke, der größere Schritt ist aus der Oberliga in die DL2. Mhm. Ich glaube, dass der Unterschied vom Niveau her ist da schon größer als der Unterschied von der DL2 zur DEL. Der natürlich auch da ist, natürlich ist die DEL vom Niveau her besser, aber der größere Schritt ist, glaube ich, aus der Oberliga hier in die DL2. Das erste Jahr in Frankfurt, aber du kennst es ja auch schon von anderen Stationen. Derbys sind immer was ganz Besonderes. Das hatte man dir wahrscheinlich schon relativ früh erzählt, dass die Spiele gegen Nauheim und Kassel was ganz Besonderes sind. Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich schon, bevor ich hier hingekommen bin, dass es hier immer heiß hergeht in den Spielen gegen Kassel und Nauheim. Und dass es auch ganz wichtig ist für die Fans, wer hier in Hessen gerade die Nummer 1 ist. Und ja, trotz der knappen Niederlage am Freitag konnten wir ja dann am Sonntag wieder die Verhältnisse klarstellen und sind jetzt wieder die Eins in Hessen. Ja, und am Freitag war nicht nur ihr in Nauheim, sondern auch der Kollege Carsten Bräck und der fasst das Spiel jetzt nochmal zusammen. Nauheimer Jubel über den zweiten Derby-Sieg der Saison. Gegen Erzrivalen Frankfurt geführt, zurückgelegen und am Ende in der Verlängerung doch noch den Siegtreffer erzielt. Beste Stimmung vor ausverkaufter Hütte. Ja, genial. Ich meine, Frankfurt, das Derby schlechthin hier für uns in Bad Nauheim. Und seit Anfang der Woche war das Spiel schon ausverkauft. Oh ja, Stimmung sensationell und mit so einem Ende für uns, was will man mehr? Da Nauheim von den Löwenfans gerne mal als Dorfverein tituliert wird, gab es zum Derby extra ein neues Trikot mit angedeuteter ironischer Latzhose. Die Roten Teufel im ersten Drittel die bessere Mannschaft und nach 5 Minuten bereits mit der 1:0-Führung durch Sven Gerbig. Die Löwen nach dem spielfreien Wochenende zuvor scheinbar aus dem Rhythmus. 10 Spielminuten später aber wie aus dem Nichts mit dem Ausgleich durch Nick Mazzolini. Frankfurt nach dem Seitenwechsel dann richtig im Spiel. Markus Weber aus der Distanz, Nils Wiesegang hält rein. 2:1, das Spiel gedreht. Doch so leicht wollten sich die Roten Teufel nicht abschütteln lassen. Im Schlussdrittel zunächst der vermeintliche Ausgleich, doch der Schiedsrichter hatte zuvor abgepfiffen in der fälschlichen Annahme. Löwen-Goalie Brian Hogan hätte den Puck festgehalten. 7 Minuten vor der Schlusssirene dann aber doch noch der Nauheimer Ausgleich durch Patrick Strauch. Das Spiel nun auf dem Höhepunkt. Spannendes Spiel, Derby, gute Stimmung. Wir haben verpasst, in der 5-minütigen Überzahl das Ding zuzumachen am Ende. Denn im direkten Anschluss an den Ausgleich Nauheims Daniel Ketter mit dem Check gegen den Kopf von David Cespiva, der anschließend ins Krankenhaus musste. Sein Kollege Henry Martens schnappt sich den Teufelverteidiger in bester Eishockey-Manier zum Payback. Aus kampftechnischer Sicht sieht das zunächst auch noch ganz gut aus. Dem Gegner lehrbuchmäßig das Trikot über die Ohren gezogen. Martens könnte sich Ketter nun schön zurechtlegen, kassiert aber den Schwinger. Das Ergebnis dieser Boxeinlage: 5 Strafminuten +2 +2 + Spieldauer Disziplinarstrafe für Daniel Ketter. 2 + 2 + 10 Minuten für Henry Martens. Er gab unterm Strich 5 Minuten Überzahl für die Löwen, die diese jedoch nicht nutzen konnten. Die Entscheidung musste in der Overtime fallen. Und nach 2 Minuten war es dann Kyle Helms, der den Nauheimer Sieg eintüten konnte. Es war ein Packenspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben an uns geglaubt und bis zur letzten Minute gekämpft und ich denke hinten raus auch verdient gewonnen. Am Sonntag war der Teufeljubel aber schon wieder verflogen. 1:6 Klatsche in Ravensburg, der EC Bad Nauheim nur auf Platz 11. Die Löwen hingegen gewinnen 4:1 in Krimitschau und liegen trotz Derby-Niederlage mit Rang 4 immer noch im Soll. Ja, so viel zum Spiel vom Freitag. Wie sieht dein Fazit aus? Ja, die Niederlage hätte nicht sein müssen. Mhm. Ich denke, wir waren über weite Strecken das bessere Team. Haben leider noch ein paar Fehler gemacht, die vielleicht daraus resultieren, dass wir die Pause hatten und noch ein bisschen eingerostet waren. Nichtsdestotrotz müssen wir da gerade am Ende mit der 5 Minuten Überzahl eigentlich den Sack zumachen. Und ja, das hätte nicht sein müssen. Aber nächstes Mal schaffen wir es dann.
Die 5 Minuten Überzahl, da gab es auch danach dann eine kurze Meinungsverschiedenheit von dir und dem Bad Nauheimer Spieler, gehört aber zum Eishockey einfach dazu, oder? Ja, richtig. Also es war halt einfach so, dass die Nauheimer schon, das war der zweite Check gegen den Kopf von uns und das muss einfach nicht sein und wenn der Schiedsrichter da nicht eingreift und nicht dazwischen geht, dann müssen wir das irgendwie machen. Und das gehört einfach dazu. Da muss man dann einfach mal ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht. Und ja. Ist es dann auch in dem Fall was Besonderes, weil es der eigene Verteidigungspartner ist, oder hat es damit nicht so viel zu tun? Ja, ich würde es für jeden aus meinem Team machen. Ja. Also da gibt es keinen Unterschied. Wir sind ein Team und deswegen, wenn da einer von uns so angegangen wird, dann gibt es da, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Gehört einfach zum Eishockey dazu. Wie ist es denn, wenn man anschließend auf der oder allgemein auf der Strafbank dann draußen sitzt? Was geht einem da durch den Kopf oder denkt man dann überhaupt nochmal an die letzte Szene zurück? Warum sitze ich jetzt draußen oder guckt man dem Spiel zu? Was geht einem da durch den Kopf, wenn man draußen sitzt? Ja, natürlich denkt man nochmal drüber nach, was da gerade passiert ist auch. Gibt auch ab und zu das eine oder andere Wortgefecht noch auf der Strafbank, wenn der Gegner dann auch dort sitzt. Aber ja, dann geht es eigentlich weiter und man konzentriert sich dann weiter auf das Spiel, was danach kommt und ja. Fangen wir nochmal ganz am Anfang bei dir an. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Ich glaube in Köln geboren oder im Großraum Köln dann? Ja, das war eigentlich, mein Vater ist schon immer Eishockey begeistert gewesen. Meine ältere Schwester hat dann angefangen mit dem Schlittschuhlaufen bzw. Eiskunstlaufen und dann war ich als Dreijähriger auch in der Eishalle. Und habe die Eishockeyspieler da gesehen und habe meinem Papa dann gesagt, ich möchte das auch machen. Ja, und seitdem bin ich dabei. Aber vorher nicht die Eltern schon gespielt oder sowas, sondern du bist dann der Erste sozusagen, der dann angefangen hat. Ja, also ich bin der Erste, der da richtig gespielt hat. Mein Vater hat natürlich ab und zu mal so hobbymäßig dann gespielt, aber dann so richtig bin ich der Erste in der Familie, ja. Und dann lange erst als Stürmer gespielt und wie dann zum Job des Verteidigers gekommen? Ja, das war bei der U20-Weltmeisterschaft, als Uwe Krupp dann die Nominierung gemacht hat und hat gesagt, Herr Henry, ich nehme dich mit, aber als Verteidiger. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne, Hauptsache ich darf mitfahren. Ja. Und das hat dann so gut funktioniert dort, dass ich mir das überlegt habe und jetzt Verteidiger bin. Und das auch lieber bleibst oder wäre schon die Idee, wieder vorne zum Stürmer zu werden, wieder Tore schießen? Nein, also ich Verteidiger ist schon mehr meine Position. Ich helfe gerne mal im Sturm aus, wenn es sein muss, wenn irgendwie Verletzungen da sind oder Sperren und wir brauchen einen Stürmer, dann springe ich da auch mal ein. Aber Verteidiger ist auf jeden Fall meine erste Position. Jetzt gab es gerade für euch Verteidiger die Regelumstellung, das Drittel ist um 1,5 Meter größer geworden, logischerweise sowohl das Verteidigung als auch das Angriffsdrittel. Hat sich das Spiel dadurch ein bisschen verändert? Ja, auf jeden Fall. Also offensiv ist es leichter geworden. Man hat die eine oder andere Sekunde mehr Zeit an der blauen Linie, um vielleicht den Schuss anzusetzen oder noch einen Pass zu spielen. Aber genauso ist es defensiv, dass man, dass der Gegner halt mehr Raum hat. Ich denke, am entscheidendsten ist es im Powerplay. Da ist der Platz wirklich von Vorteil und ich denke, da fallen im Moment auch mehr Tore als in den Jahren zuvor. Das Icing ist auch ein bisschen anders. Ich glaube, für euch Verteidiger, ja, man muss einfach ein, zwei Schritte mehr machen. Aber man kann es natürlich, wie bei euch, wenn man so einen extrem schnellen dabei hat wie Richie Müller, kann man den auch als taktisches Mittelnetz einsetzen. Ja, richtig. Also bei uns gerade mit Richie Müller, der ja unglaublich schnell ist, da kann man die Scheibe auch einfach mal rausschießen und man weiß, er ist Erster an der Scheibe und hebt somit das Icing auf. Ich denke, das ist dann echt schwer für die gegnerischen Verteidiger da zu spielen, weil die immer auf der Hut sein müssen, weil er an denen vorbei geflogen kommt. Ich denke, da können wir schon Vorteile daraus ziehen, ja. Wir wollen gleich noch über die nächsten Gegner reden und auch über die Tatsache, dass seit heute eine Löwenstraßenbahn durch Frankfurt fährt. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main.
Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow. Bei mir Löwenverteidiger Henry Martens. Sprechen wir über die nächsten Spiele. Ist in Landshut und zu Hause gegen Ravensburg Tabellen-10., Tabellen-7., wobei das gar nicht so viel aussagt. Ja, das stimmt. Die Tabelle ist saueng. Ich denke, wir sind alle nur ein paar Punkte voneinander entfernt. Umso wichtiger sind die Spiele. Was erwartest du da für Spiele? Auch wieder sehr enge Spiele. In Landshut haben wir noch eine kleine Rechnung offen. Ich glaube, da haben wir das letzte Spiel verloren. Hatten wir ein bisschen unnötige Strafzeiten am Ende genommen. Ich denke, das wird wieder sehr eng, sehr hart umkämpft und ja, da müssen wir wieder Vollgas geben. Du hast vorhin im ersten Teil der Sendung auch gesagt, Löwen Frankfurt zeichnet aus, dass sie sehr, sehr professionell sind und seit heute auch noch ein Stückchen weiter. Denn genauso wie zu DEL-Zeiten fährt wieder eine Löwenstraßenbahn quer durch Frankfurt und die zeigt Ihnen jetzt die Kollegin Laura Winter. Eine neue Attraktion auf Frankfurts Straßen, die U-Bahn im Löwendesign. Zu den Heimspielen mit einem vereinstreuen Verkehrsmittel. Wenn das nicht was für wahre Fans ist. Wir sind schon lange Jahre Kooperationspartner der Löwen. Das ist ein ganz toller Sport, Eishockey, hat viele gute Fans, wie unsere VGF viele gute Fahrer hat. Und um diese vielen guten Fans zu den schönen Spielen zu bringen, haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit den Löwen diese U-Bahn zu gestalten und diese U-Bahn auf der U4-Strecke und auf der U7-Strecke fahren zu lassen, um dann die Fans mit unserem Kombi-Ticket zu den jeweiligen Spielen zu bringen. Die Löwen sind back in town. Ob durch sportliche Leistung oder solch kreativen Ideen. Der Eishockeyverein startet in Frankfurt wieder durch. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir es zusammen mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt umsetzen konnten. Und für uns heißt es ja auch durchstarten in die DEL2, wo wir jetzt nach 4 Jahren der Rückkehr der Löwen wieder angekommen sind in der 2. Liga. Und symbolisch haben wir natürlich auch das Wochenende ganz erfolgreich für uns gestaltet, belegen zurzeit den 4. Tabellenplatz. Und deswegen ist es heute ein schöner Tag und das Wetter spielt mit, dass wir heute die neue Löwen-U-Bahn einweihen können, um noch mehr Präsenz hier in Frankfurt zu bekommen. Trainer der Löwen, Tim Keller, und Sportdirektor Rich Czernomatz nahmen die neue U-Bahn prompt zum Anlass, sich hinter das Steuer zu setzen. Dabei ging es ganz schön ruckelig zu. Da sieht man die beiden doch lieber neben dem Eis als auf den Schienen. Also seit heute eure Straßenbahn unterwegs in Frankfurt. Abschlussfrage, in dem Porträtheft am Anfang der Saison steht großer Fußballfan und du würdest gern mal einen Tag mit Thomas Müller verbringen. Dann auch Bayern-Fan oder was macht das Thomas Müller so besonders? Nee, Bayern-Fan nicht. Müller eher bei Deutschland. Okay. Und ach, ich finde, das ist einfach ein guter Typ, ja. Der immer Vollgas gibt und irgendwie sich nicht drum kümmert, wie es ausschaut oder wie er rüberkommt, sondern einfach nur gewinnen will. Und das sieht man ihm an, dass er alles reinschmeißt, was er hat. Und würde ich mir gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Aber als Kölner wahrscheinlich dann, wenn du sagst, nicht Bayern-Fan, dann wahrscheinlich erst FC Köln. Richtig. Und trotzdem hat es aber als Kölner mal für ein Jahr in Düsseldorf gereicht zum Spielen. Ja, das hat auch funktioniert. Ich meine, meine Frau kommt aus der Nähe von Düsseldorf, von daher haben wir die Verbindung da ein bisschen geschaffen. Alles klar, dann danke ich dir für den Studiobesuch. Weiterhin noch viel Erfolg in dieser Saison. Danke. Liebe Zuschauer, das war's wieder von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Sportshow wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.